So, was machen wir heute? Heute machen wir aus diesem schönen Kettenkarussell kein noch schöneres, sondern wir machen daraus ein horrormäßiges, creepy Foto. Und zwar tauschen wir dafür erstmal den Himmel aus. Ich habe also hier in Mondoverde in Holland, in diesem tropischen Freizeitpark, habe ich ein Foto gemacht von einem Kettenkarussell. Sieht ganz gut aus, nur der Himmel ist ziemlich langweilig. Und deswegen tauschen wir ihn erstmal aus. Wie das geht, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Wir sind hier in paint.net, kostenloses Programm. Und da schneiden wir den Himmel aus. Und der neue Himmel, der sieht so aus. Ich habe mich extra für Gewitter entschieden. Und den Hintergrund von dem Himmel, in Anführungszeichen, da sind noch hier die Landschaften zu sehen im Dunkel. Das ist perfekt. Das Ganze speichern wir ab und gehen dann in Capture NXD von Nikon und machen da weiter. Und da sind wir wieder. Und zwar jetzt im Capture NXD-Programm von Nikon. Und was uns als erstes auffällt, ist, dass das Kettenkarussell ein bisschen schief ist. Das können wir überprüfen, wenn wir Steuerung und G drücken, wird das Raster eingeblendet. Jetzt sieht man es hier, das kippt ein wenig nach rechts. Also machen wir eine Korrektur der Ansicht. Und schon ist es gerade. Steuerung G, Raster ausblenden. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden das ganze Bild im Allgemeinen dunkler gestalten, die Farben rausnehmen, werden die Blitze etwas rausarbeiten vom Licht her, werden noch ein paar Lensflares hier oben reinsetzen und dem Kettenkarussell auf der rechten Seite einen Schatten geben. Das machen wir nachher alles wieder mit paint.net. So kleine Korrekturen, Tonwertkorrekturen und Sättigung, Chromazität und Helligkeit, Gamma machen wir jetzt alles mit Capture NXD. Als allererstes gucke ich bei den Tonwerten und zwar gehe ich mit der Sättigung ein ganzes Stück runter. Gehen wir auf minus 80. Den Kontrast etwas erhöhen, nicht zu sehr. Dann gehen wir auf die Tondetails, setzen den Schatten was hoch. Also wir arbeiten das Bild so weit raus, dass der Schatten nicht zu dunkel wird, weil wir gleich mit der Gamma nochmal runtergehen. Dann gehen wir auf den LCH-Editor und machen die Gesamthelligkeit, die Mitteltöne, dunkler. So. Als nächstes schauen wir uns die Chromazität an. Mit der gehen wir auch ein ganzes Stück nach unten. So, jetzt sind die Farben schon mal etwas verblasst. Können wir ruhig noch ein Stück. Setzen aber hier einen Bereich, wo die warmen Farben sind, Rot, Orange, Gelb. Die machen wir ein bisschen höher. Den Bereich verkleinern wir etwas, dass nicht zu sehr rausgearbeitet wird. Ziehen es was von Rot weg. So, perfekt. Das sieht schon mal fast gruselig aus. Es ist noch ein bisschen hell hier. Hier kommt nachher noch eine Vignette hin, also ist noch nicht fertig. Jetzt machen wir erstmal die Blitze. Und die Spitze vom Kettenkarussell. Dazu benutze ich jetzt die Farbkontrollpunkte. Setze ich einmal einen hier hin. So, jetzt werden wir den Kontrast ein wenig erhöhen. Ich mache den erstmal was kleiner, den Farbkontrollpunkt. So, die Farbe Blau etwas erhöhen und die Wärme was runterschrauben. So, jetzt haben wir hier den Blitz schön ausgeleuchtet in den Rändern mit Blau. Wenn ich den jetzt größer mache, passiert Folgendes: Das Licht verteilt sich, aber eher auf der weißen Farbe vom Blitz, nicht auf das gesamte Bild. Das ist perfekt. Ich kann noch was runterschieben. So, den kopieren wir uns jetzt. Einfach rechte Maustaste und auf Kontrollpunkt duplizieren. Den setzen wir jetzt dahin. Perfekt.
Jetzt können wir uns noch einen setzen für die Spitze hier, dass wir die was ausleuchten können. Den mache ich jetzt erstmal was kleiner. So, und jetzt kommt es drauf an. Und zwar, ich zeige es jetzt mal, ich mache mal die Helligkeit was höher. Es kommt drauf an, wo ich den Punkt genau setze. Zum Beispiel hier auf dem roten Bereich. So, jetzt leuchtet er das Rote hier aus. Würde ich zum Beispiel auf den weißen Bereich schieben, dann verfärbt sich das Weiße leicht gelblich. Also der schaut, welche Farbe unter dem Kontrollpunkt liegt und rechnet das dementsprechend um. Deswegen kann die Farbe dann unterschiedlich sein. So, wir wollen aber hier auf dem Roten jetzt drauf und das ein bisschen ausleuchten. Perfekt. Jetzt können wir die hier unsichtbar schalten. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Um die Blitze kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Was wir jetzt noch wollen, ist der Vordergrund noch ein bisschen dunkler. Und das ganze Bild noch etwas dunkler und vielleicht die Farben noch ein bisschen blasser machen. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Gesamthelligkeit und setzen die Mitteltöne noch ein bisschen dunkler, so. Und jetzt werden wir das ganze Bild noch ein wenig schärfer machen, dass die Kanten etwas mehr rausstechen. So, den Rest machen wir gleich in Paint. Und zwar werde ich dort auch nochmal die Sättigung was rausnehmen. Speichern wir das jetzt erstmal so ab. Ja, jetzt sind wir wieder in Paint. Und jetzt werden wir erstmal den rechten Bereich vom Karussell etwas in den Schatten legen. Dazu wählen wir die Farbe Schwarz, gehen mit der Transparenz was runter, damit das beim Malen gleich nicht alles zu sehr deckt mit der Farbe Schwarz. Und gehen hier auf Einfärben. Pinselstärke 100, wie man jetzt sehen kann. Und dann linke Maustaste drücken, gedrückt lassen. Und je öfter ich loslasse und drücke die Maus, sieht man, dass er neu ansetzt und das Ganze neu einfärbt. Da sieht man es. Und dann einfach den Bereich, den ich haben möchte, bemalen. Immer schön hier drüber, hier über die Kugel. Ja, hier sieht man schon, wie das Weiße dunkler wird. Jetzt hier oben noch. Den Bereich, sehr schön. Sehr gut. Hier noch was. Bob Ross würde jetzt sagen, it's beautiful. It's really beautiful. That's a nice painting, yeah. So, dann hier noch ein bisschen. Gehen wir noch ein bisschen dunkler. So, jetzt liegt der rechte Bereich etwas im Schatten. Alles klar, so viel dazu. Jetzt werden wir die Sättigung nochmal etwas runtersetzen. So. Noch etwas düsterer machen. Jetzt bauen wir uns eine Vignette ein. Das ist zu viel. Also die Dichte was runter. Den Radius können wir auch etwas größer machen. Eigentlich sollte man, oder eigentlich mache ich die Vignette immer zum Schluss. Da ich jetzt aber nicht mehr viel verändern werde am Bild, ist es eigentlich egal. So, lassen wir es mal so. Okay. Das sieht schon extrem cool aus. Machen wir jetzt die Blendenflecken, die Lens Flares. Was sind Lens Flares? Lens Flares sind Spiegelungen, also diese Flecken, die man immer sieht, wenn man ins Licht fotografiert. Und zwar reflektiert die Lichtquelle im Objektiv. Und ja, die Form dieser Flecken hat die Form der Blende im Objektiv. Man sieht also die Lamellen. Und ja, die Anzahl ist eigentlich
also die Anzahl der Flecken ist eigentlich die Anzahl der Linsen im Objektiv. So, eigentlich müsste man jetzt Lensflares machen, die leichteckig sind. Da ich jetzt aber nur einen runden Pinsel gleich benutzen werde, mit unserem Einfärbetool, machen wir einfach die runden Flecken. Fällt nachher keinem auf. Und wem es auffällt, dem kann man immer noch sagen, man hat so viele Lamellen im Objektiv in der Blende, dass die Blendenflecken eben rund sind. So, wir öffnen die Farbpalette. Wir nehmen uns aber eine Farbe, die der Lichtquelle entspricht. Damit fangen wir an. Und zwar etwas ins Bläuliche gehen wir. Gehen auf unser Tool und setzen die Transparenz etwas höher als eben mit dem Schatten, weil jetzt nehmen wir uns eine große Pinselstärke, 400. So, jetzt setze ich hier mal an. Einmal geklickt, zweimal. Je mehr ich klicke, desto kräftiger wird das. So, sieht schon mal gut aus. Jetzt gehen wir etwas mehr ins Bläuliche. Nehmen uns einen kleineren. Setzen den hier hin. So, dezent. Jetzt gehen wir ins Gelbliche. Setzen den etwas versetzt dahin. Und wieder ins Bläuliche. Völlig scheißegal, welches Blau das jetzt ist. Pinsel wieder etwas kleiner machen. Noch ein bisschen kleiner. Machen wir erstmal die blauen. So, jetzt wieder ins hellere gehen. Gelb-weiß ungefähr. Bisschen versetzt. Und noch ein Mini-Lens-Flare. Bisschen ins gelbliche und hier hinten hin. Darauf achten bei den Lensflares, dass die in einer Linie sind. Ja? Also wenn man sich jetzt bewegen würde mit dem mit der Kamera am Motiv und man bewegt sich eben drumherum, dann würden diese Lensflares sich mitbewegen, aber immer auf der Linie. Ja? Also jetzt nicht hier oben einen hinsetzen und da oben hinsetzen, das sieht scheiße aus. Gut, die sind jetzt auch nicht wirklich richtig auf einer Linie, aber ist egal. Es geht sich hier nur ums Prinzip. So, machen wir den wieder zu hier. So sieht es bislang aus. Was wir jetzt noch machen ist... wo war es denn da? Ein Gaußschen Weichzeichner. Nur ein bisschen, dass wir ein paar Kanten weich gezeichnet bekommen. Das war zu viel. So. Und dann wäre das Bild eigentlich schon fertig. Jetzt kann man sagen, ja, hier sind die Schatten total dunkel. Hier oben ist es ausgebrannt, das Bild, ja, hier dunkel. Ja, das kann sein. Es geht jetzt aber auch nicht hier drum, um Details zu zeigen, ja. Ich denke mal, wenn jetzt einer ankommen würde, der Autor ist für einen Thriller oder für ein, weiß ich was, für ein Horrorbuch, für den würde das passen, ja. Und es ist auch wichtig, was ihr wollt, ob es euch gefällt. Solange es euch gefällt, das Bild, ist alles gut. Ob der Blitz jetzt blau ist, rot oder gelblich, ob hier der Schatten zu sehen ist oder nicht, das ist erstmal völlig egal. Das hat ja auch so ein bisschen was vom Stil, ja. Also hat ein bisschen was mit dem Stil zu tun. Hauptsache, euch gefällt das. Ihr könnt damit rumprobieren. Ihr könnt so viel machen. Ihr könnt vor allen Dingen in Paint, ihr geht auf rückgängig und alles ist wieder so, wie es vorher war. Das heißt, ihr könnt eure Lensflares ausprobieren, so wie ihr es haben möchtet. Die Sättigung der Farben, die Schatten. Ihr könnt so viel ausprobieren. Ich habe euch jetzt nur mal schnell gezeigt. Unter einer Stunde. Mich würde es nicht wundern, wenn es sogar unter einer halben Stunde ist. Was man alles machen kann mit so einem Bild. Beziehungsweise mit kostenlosen Programmen oder anstatt ein Karussell farbenfroh und fröhlich darzustellen, auch mal etwas unheimlich und geheimnisvoll. Ich werde jetzt im Anschluss das Originalbild nochmal zeigen und dann jetzt dieses Bearbeitete.
Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mich liked. Falls es euch nicht gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mich liked. Und ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann.